Questbuch wurde aktualisiert. Ja, wir haben die Mundtinktur abgeschlossen. Und Erfahrungspunkte erhalten. So, dann reisen wir jetzt zum Heldenmonument in Lianon. Wir können hier mal unsere Helden beschwören und sie in die Dorfmitte schicken. Ja, Darius hat ein Ausrufezeichen für uns. Und Sunda, mit dem müssen wir auch noch reden. Aber erstmal Darius. Seid gegrüßt, junger Krieger. Ja, erzählt mir etwas. Bitte erzählt mir etwas über... dieses Buch. Dieses Buch. Bei den Göttern. Habt ihr dieses Buch von Rohan? Was ist mit ihm passiert? Rohan fiel in den Frostmarschen. Es war meine Schuld. Ihr wart nur Bote. Doch jetzt seid ihr weit mehr als das. Darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Ist es wahr, dass in diesem Buch die Geheimnisse der Konvokation stehen? Nicht nur das. Das Buch erläutert, warum die Konvokation fehlschlagen musste. Es erklärt, was sie eigentlich ist. Eine Täuschung. Kein Geheimnis der Farmer, sondern ein falscher Hinweis. Eine Rache der Renegaten, der dunklen Götter. Von den Fialdark in Xu zurückgelassen als finsterer Köder. Die Fialdark wussten, dass die Urgewalten nicht gebändigt werden können. Dazu ist nur Aonir selbst imstande. So verleiteten sie die Völker dazu, die Mächte zur rechten Zeit anzurufen und sich selbst zu vernichten. Aber die dunklen Völker wären doch genauso vernichtet worden. Bedenke, diese Runentafeln wurden zu einer Zeit gefertigt, als die Dunklen von Xu vertrieben und die Renegaten von der Welt verbannt wurden. Damals standen die Dunklen ohnehin am Rand der Vernichtung. Woher habt ihr so viel Kenntnis über Dinge, die selbst der Zirkel nicht wusste? Rohan hat dieses Buch von euch, nicht wahr? Ich weiß vielleicht viel, aber ihr müsst nicht alles wissen. Gehabt euch wohl. Okay, jetzt haben wir sehr viele Informationen, mit denen wir fast nichts anfangen können. Nämlich Xu, Fialdark, Konvokation, Täuschung, Renegaten. Ja gut, Xu kann ich was zu sagen. Das haben wir nämlich eigentlich schon gehört von Hukan Ashir, dass der nämlich aus Xu gekommen ist. Nämlich, es gibt drei Kontinente auf dieser Welt. Also die gibt es jetzt so gesehen, doch auch wenn sie in einzelne Inseln zerstreut wurden. Wir befinden uns im Augenblick in Fiara, dem nördlichen größten Kontinent, der in zwei Teile geteilt ist. Also kartografisch, nämlich einmal die Nordlande oder Northunder, wo wir uns befinden. Und die Südlande, die eher in Spellforce 2 dann eine größere Rolle spielen. Da gibt es den Kontinent Xu, der halb Dschungel, halb Wüste ist. Und da gibt es noch einen Kontinent, dessen Namen ich vergessen habe, aber den wir auch noch in diesem Spiel kennenlernen werden. Vor allem, wenn wir dann die Breath of Winter-Kampagne spielen, starten wir auf diesem Kontinent. Und werden viel auf diesem Kontinent sein. Ja, das kommt aber alles für mich nochmal wieder und für euch. Und ich kann da noch ein bisschen Hintergrundwissen beisteuern, wenn es mir wieder einfällt. Aber nochmal mit Darius reden. Seid gegrüßt, junger Krieger. Ja, erzählt mir etwas. Bitte erzählt mir etwas über... Fangen wir jetzt mal von oben nach unten an. Die Konvokation. Die Konvokation. Das Wissen über die Konvokation stammt von einem Runentext aus den Ruinen der Farmer in Xu. Der Text beschreibt die Zusammenkunft zweier Himmelskörper. Aonirs Stern und etwas, das die Farmer den dunklen Bruder nannten. Aonirs Stern wird dabei für einen Augenblick verdeckt. Wenn dies geschieht, ist Aonirs Auge blind. Und seine Macht erlischt für einen Lidschlag. In diesem Moment ist auch der Bann geschwächt, der die wilden Urelemente unserer Welt im Zaum erhält. Der Text besagt nun, dass, falls es jemandem gelingen sollte, während der Zusammenkunft die Urelemente zu erwecken, er sie unter seinen Bann schlagen und eine Macht erlangen könnte, die selbst die Götter erschauern lässt. Die Zirkelmagier entdeckten diesen alten Text in Xu und studierten ihn. Und wenig später begann in ihren Köpfen der närrische Plan zu reifen, die Konvokation heraufzubeschwören. Mit der Zeit zerstritten sich die Magier allerdings. Sie glaubten, nur ein einziger könnte die Macht über die Urelemente erlangen. So kam es zum Konvokationskrieg.
Viele Generationen arbeiteten sie darauf hin. Aber die alten Texte waren ungenau. Und als die Stunde der Konvokation kam, da riefen sie die Urmächte mit all ihrem magischen Können an, wetteifernd um den Preis der Macht. Aber keiner konnte einzeln genug Kraft aufbringen und die Urelemente gerieten außer Kontrolle. Sie fuhren aus ihrem Schlaf auf und ihr Toben zerschmetterte das Antlitz der Welt. Nur dort, wo die Gottsteine Aoniers, die blauen Obelisken standen, blieb noch etwas von der Macht des Sternengottes erhalten und schützte uns vor der Vernichtung. So entstanden die Inseln. Aber wir wären dennoch dem Untergang geweiht gewesen, hätte Roan Tahir nicht die Portale geschaffen und die Länder unserer Welt wieder miteinander verbunden. Ja, also Roan hat die Portale erschaffen und die Obelisken, die er gerade meinte, sind diese hier. Also das sind Aoniers Gottsteine. Auf jeder Insel steht so einer irgendwo, meistens irgendwo ziemlich mittig, wie hier zum Beispiel. Seid gegrüßt. Ja. Bitte erzählt den Zirkel. Zu allen Zeiten haben Magier mit ihrem Durst nach Wissen und Macht die Reiche in Unruhe versetzt. Der Zirkel wurde von allen Völkern in Übereinkunft gegründet, um die Ränkespiele der Zauberkundigen zu beenden. Dem Zirkel traten die 13 mächtigsten Magier der Völker bei, Anhänger des Lichts ebenso wie der Finsternis. Der Zirkel wählte die Stadt Mulandir als Sitz, unabhängig von jeder Regierung. Zuerst versahen die Magier des Zirkels ihre Aufgaben noch mit Ernst und schufen Frieden und Gerechtigkeit, wo zuvor Hass und Intrigen geherrscht hatten. Doch es kam, wie es kommen musste. Die Magier erkannten, welche Macht ihr Zirkel vereinte? Weise gesprochen. Der Zirkel wurde alsbald zu einem Zentrum der Macht. Eine Gefahr, die keines der Völker wahrzunehmen vermochte. Denn die Magier wirkten heimlich und auf vielerlei Umwegen. Sie entschlüsselten das Geheimnis des Allfeuers, das ihre Leben verlängerte und ihnen Macht jenseits jeder bekannter Zauberei verlieh. Hunderte von Jahren lenkten sie die Geschicke der Reiche aus dem Verborgenen. Wie kann ein Zirkelmagier besiegt werden, wenn er doch die Kraft des Allfeuers zu nutzen weiß? Nur durch einen anderen Zirkelmagier oder einen Gott. Das, was sie letzten Endes tötete, war ihre eigene Gier. Als die Konvokation fehlschlug, wurden die meisten von ihnen vernichtet. Die meisten? Nun, Roan Tahir hat überlebt. Wer garantiert uns, dass nicht noch andere des Zirkels am Leben sind? Ja, der Dunkle zum Beispiel. Oder Hokan Ashir, wie es scheint. Was ist mit der Rune? Die Runen. Ich verstehe. Euer langer Schlaf hat viele eurer Erinnerungen getrübt. Die Runenkrieger wurden einst vom Zirkel als Garde geschaffen. Magische Kreaturen sind machtvoll, aber meist unerfahren. Erfahrene Soldaten dagegen sind sterblich und von schwankender Loyalität. Also schuf der Zirkel euch. Er schmiedete eure Seelen, eure Lebenskraft an die Runen und sicherte sich somit eure Treue. Und jede Erfahrung, die ihr in endlosen Kriegen sammelt, bleibt in euch erhalten. Eine perfekte Waffe. Und als der Krieg kam, sah man euch in endlosen Reihen, Armeen aus dem Nirgendwo das Land verheeren. Oh, wir haben euch gehasst. Ihr wart das Sinnbild für die Macht der 13 großen Puppenspieler. Nun, ich kann Roan verstehen, dass er einen von euch zurückgerufen hat. Wenn etwas die geschwächten Nordreiche retten kann, dann die Macht der Rune. Das habe ich ja auch schon alles erklärt mit den Runen und der Unterdrückung des freien Willens durch den Besitzer der Rune. So, das letzte sind die Nordreiche. Die Nordreiche. Als Nordreiche bezeichnet man die Länder im nördlichen Teil Fiaras. Dazu gehört in erster Linie das Reich Nortanda, der einstige Sitz des Imperiums. Nortanda ist heute mehr eine Art loser Zusammenschluss der vier überlebenden Fürstenhäuser. Das Reich der Hohenmark, das südlich der Düsterlande liegt, hat seine Grenzen geschlossen. Wir wissen nicht, was da vorgeht. Aber nicht nur Menschen leben in den Nordreichen. Die Zwerge haben ihre beiden großen Städte Windholm und Fastholm. Von den Elfen existiert nur noch die Siedlung der Eloni. Weiter im Osten, hinter dem Wildlandpass, liegt das Orkreich Gruk, das von den Orks der Scharok beherrscht wird.
Südlich davon leben die Dunkelelfen in ihren Obsidiantürmen. Ihr Reich nennen sie Lar. Ja. Also sind alle hier vertreten. Wir wissen jetzt, die Menschen haben 4 große Reiche oder 4 große Städte oder wie man es nennen möchte. Die Elfen haben nur Eloni, wo wir schon waren. Die Zwerge haben 2 Städte, Windholm und Fastholm, von dem wir Windholm bald kennenlernen werden in den Windfallbergen. Die Orks sind vertreten und die Dunkelelfen ebenso. Und ja, die Trolle sind wahrscheinlich mit den Orks verbündet. Und ja, die Hohenmark war das 2. Reich, was ich vorhin erwähnt habe. Jetzt ist es netterweise wieder gekommen. Die Rune ruft durch Darius. Die Hohenmark spielt hauptsächlich eine Rolle in Spellforce 2. Also eigentlich glaube ich, dass fast gesamt Spellforce 2, jedenfalls das Hauptspiel, in der Hohenmark spielt. Aber gut. Reden wir mal mit Sunder. Hm? Grüße von Ortank. Grüße von Ortank. Danke. Aber ihr seid nicht deswegen hier, oder? Ich suche nach Amras Rüstung. Ortank sandte mich zu euch. Amra? Amra ist fort. Lea ist fort. Nur die Götter wissen, was aus ihnen geworden ist. Amra war ein Krieger. Ein Hitzkopf. Aber das Herz am rechten Fleck. Und Lea? Lea war das schönste Geschöpf, das die Welt je erblickt hat. Die beiden hätten ein hübsches Paar abgegeben. Doch dann ging Lea fort mit so einem vermummten Kerl. Und Amra war nicht mehr derselbe. Tobte und schrie den ganzen Tag. Schließlich befahl er uns, diese Rüstung zu schmieden. Eine Rüstung, die weder Schwert noch Magie durchdringen kann. Als sie schließlich fertig war, zog er aus, um Lea zurückzuholen. Er kehrte nicht wieder. Dieser vermummte Kerl muss ihn erschlagen haben. Anschließend ist er mit Lea verschwunden. Arme Shan. Sie sorgt sich immer noch um ihre Schwester. Shan Muir ist Leas Schwester? Das ist sie. Geht hin und fragt sie selbst, wenn ihr mir nicht glaubt. Ja, neue Infos. Zu Amra und Lea. Befragt Shan Muir den Lianon zu Amra und Lea. Shan ist die Schwester von Lea, der erwählten Amras. Sie kennt wohl einen weiteren Teil der Geschichte. Ah, ihr seid zurück. Ihr seid Leas Schwester? Ihr seid Leas Schwester? Ja, die Götter mögen sie schützen, wo auch immer sie ist. Genau wie ihren Geliebten, obwohl ihre Liebe nur Unglück über unser Haus gebracht hat. Ihr müsst wissen, Amra verdingte sich einst als Söldner für meinen Vater. Zu jener Zeit verfiel ihm meine Schwester Lea und wäre sicherlich seine Frau geworden, hätte nicht bereits ein reicher Magier um sie geworben. So schickte mein Vater Amra fort. Lea gab ihm als Zeichen ihrer Gunst ihren wertvollsten Besitz, das Pfand der Götter. Einen goldenen Ring, den sie einst von der Göttin Elen selbst erhalten hat. Dann kam der Magier und nahm Lea mit und wir hörten nie wieder von ihr. Aber eines Tages kehrte der Magier zurück, rasend vor Zorn. Er tötete meinen Vater und vernichtete unser Heim. Ich habe nie erfahren, was genau damals geschehen ist, aber ihr seid nicht der Einzige, der sich für die Geschichte des Hauses Muir interessiert. Seit Tagen lungern bei der Ruine unseres Hauses einige Gestalten herum. Sie scheinen dort etwas zu suchen. Vielleicht suchen sie nach Amras Rüstung. Ich werde mir das einmal ansehen. Wo genau finde ich euer Haus? Schlagt nach der Nordbrücke den Weg nach Osten ein, dann stoßt ihr direkt darauf. Aber es ist nur noch eine Ruine. Dort gibt es nichts zu finden. Irgendjemand scheint da anderer Meinung zu sein. Ja. Gut. Was wünscht die Rune? Auf meinen Befehl. Ich mal da oben die Spießgesellen an. Centos Schergen. Nein, das ist nicht Centos. Auf mein Kommando. Vorwärts. Das sind da nur 3 Halbstarke. Die allerdings ein etwas höheres Level haben. Hier, sofort! Also es ist gut, dass ich mit der ganzen Truppe komme. Und los! Ja, vorwärts!
Alles klar. Zu euren Diensten. Alles klar. Stehe bereit. Sofort ausgeführt. In die Schlacht! Die Rune ruft. Zu Befehl. Vorwärts, Krieger! Was wünscht ihr mir? Für das Licht! Zu euren Diensten. So, der kriegt aufs Maul, das ist nicht gut. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer!